Grüezi liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Wir begrüßen Sie ganz herzlich bei der Regionews von dieser Woche. Unter anderem haben wir diese Woche folgende Themen. Geschäftsübergabe nach 30 Jahren Reutimann Gartengestaltung in Eschenz. Die Dampflok Muni sucht ein neues Zuhause. Und ein Besuch bei Steinbildhauer Jürg Stähli in Stein am Rhein. Nach 30 Jahren übergibt Herr Jakob Reutimann sein Geschäft Reutimann Gartengestaltung in Eschenz an seinen Nachfolger Herr Willi Gerber. Lange Jahre hat Herr Reutimann seine Kunden gepflegt, deren Aufträge mit Herzblut erledigt und blickt auf eine sehr schöne und bewegte Zeit zurück. Mit seinem neuen Nachfolger kann er ruhig und vertrauensvoll in die Zukunft blicken, wie wir von ihm anlässlich eines Interviews erfahren haben. Grüezi Herr Reutimann, nach 30 Jahren tun Sie Ihr Geschäft schrittweise Herrn Willi Gerber übergeben. Wie ist es dazu gekommen? Das erste Mal Grüezi miteinander. Übergabe, dass ich mir einen neuen Besitzer suche, ist wegen dem altershalber. Ich bin an und für sich schon ein paar Jahre pensioniert. Im Grunde war auch, weil meine Frau gestorben ist vor gut zwei Jahren. Das war eigentlich so der ruhende Pol im Geschäft. Und jetzt habe ich mich an die Nachfolger gesucht. Wenn man mit dem Herrn Willi Gerber habe ich den gefunden. Haben Sie Ihr Geschäft vor 30 Jahren selber aufgebaut oder haben Sie das auch können übernehmen? Nein, das Geschäft habe ich selber aufgebaut, damals. Wie hat die ganze Entwicklung über die ganzen Jahre ausgesehen? In diesen gut 30 Jahren hat es verschiedene Änderungen gegeben. Wir hatten teilweise das Geschäft grösser ausgebaut. Wir haben es dann eigentlich wieder eher auf eine normale Grösse reduziert. Und wir haben einen sehr grossen Kundenkreis gehabt, den wir bis heute haben dürfen pflegen. Wie gross ist Ihre Firma und wie viele Leute beschäftigen Sie? Bei uns würden im Moment, haben wir Winter, da würden nur 4 Leute beschäftigen, aber sonst haben wir rund 5 bis 6 Leute. Sie sind spezialisiert auf Gartengestaltung. Was für Arbeit gehört auch da noch dazu? Also wir machen in Sachen Gartenbau, Gartengestaltung, machen wir an und für sich alles. Von Neuanlagen. Wir machen auch sehr viel, und das ist eigentlich noch ein Schwerpunkt, sehr viele Änderungen. Bestehende Gärten abändern, teilweise Renovationen von abgesenkten Sitzplätzen, wir bauen Stützmauern. Wir machen eigentlich das ganze Spektrum im Gartenbau. Und was noch sehr wichtig ist, auch die Bepflanzung natürlich. Die Bepflanzung mit den verschiedensten Pflanzenarten bis einheimische Pflanzen und was alles dazugehört. Was wir sehr gerne machen, sind Studerrabatten. Effektiv Gärten, wo das ganze Jahr etwas blüht drin. Wo kann man sich hinwenden, wenn man sie braucht? An mich kann man sich wenden oder auch an meinen Nachfolger, an Herrn Gerber, über unsere Telefonnummer, über das 052 741 32 68 oder dann auch noch über das 079 336 52 84. Ihre Angestellten werden Sie sicher vermissen. Wie sieht das bei Ihnen aus? Kommen Sie nicht auch ein bisschen Heimweh über nach den Leuten und nach dieser Arbeit? Eigentlich im Moment noch nicht, weil vorläufig bin ich in meiner eigenen Firma bin ich noch tätig zur Kundenbetreuung und auch für die Mitarbeiter noch schauen. Ich bin also immer noch da. Es ist nicht so, dass ich jetzt abrupt aussteige. Das wette ich erstens nicht. Würde mir, glaube ich, gar nicht gefallen. Darum bin ich eigentlich noch froh, dass ich noch vorläufig eine Beschäftigung habe in diesem Betrieb. Was werden Sie in Ihrer weiteren Zukunft machen? Die weitere Zukunft sieht natürlich aus, dass ich schon ganz aussteige. Denn eben vom Alter her wird man mal ein bisschen Ruhe haben. Man hat noch sonst andere Interessen. Oder? Was sind das für Interessen? Ich habe ein Haus, ich habe einen grossen Garten, ich habe noch 2 kleine Hunde und dann gehe ich auf die Jagd. Besten Dank, Herr Reutimann, für das Interview und wir wünschen Ihnen noch alles Gute für Ihre Zukunft. Danke.
Auch Herr Willi Gerber, den neuen Geschäftsführer der Firma Reutemann Gartengestaltung aus Eschenz, haben wir vor Ort angetroffen und durften ihn kurz über seine Zukunftswünsche befragen. Grüezi Herr Gerber, freuen Sie sich auf die neue Herausforderung? Ja, zuerst grüezi miteinander. Ja, ich freue mich sogar sehr auf die neue Herausforderung. Es ist doch für mich jetzt ein neuer Lebensabschnitt. Und das habe ich immer gesucht, habe mir gewünscht, dass ich eine Unternehmung übernehmen kann, die seriös gepflegt worden ist in der Vergangenheit. Und ich jetzt mit meinem Sohn zusammen, der den operativen Teil wird übernehmen wird, kann einen neuen Weg gehen. Was wünschen Sie sich für Ihre neue Firma? Also ich wünsche mir, dass das so, wie es bis jetzt gelaufen ist, die 30 Jahre, die Herr Reutemann sehr erfolgreich gearbeitet hat, dass man so weiterziehen kann, dass er auch ein Jahr lang, der Herr Reutemann, noch dabei bleiben kann, im operativen Teil, und mir helfen kann, langsam mich einführen in die ganze Branche und mit meinem Sohn zusammen, dass wir das so weiterziehen können, wie es bis jetzt gelaufen ist. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg und vielen Dank für das Interview, Herr Gerber. Danke Ihnen, merci. Auf Wiedersehen miteinander. Für die Dampflok Muni wird eine neue Unterkunft gesucht. Der Mietvertrag in der Remise Etzwilen wurde nicht verlängert. Der legendäre Dampflok Muni droht die Heimatlosigkeit. Ihre Daseinsberechtigung in der Etzwiler Remise läuft genau in einem Jahr aus. Die Muni-Freunde sind auf der Suche nach einem Ersatz. Entgegen einer weit verbreiteten Meinung hat der völlig eigenständige Verein zur Erhaltung der Dampflok Muni mit anderen Stiftungen und deren Unterstützungsvereine rein gar nichts zu tun. Außer, dass die Muni-Leute seit 7 Jahren Mieter der Etzwiler Remise sind. Und die wiederum gehört der Stiftung Seer und RS. Dort drin steht schon ebenso lange der inzwischen perfekt restaurierte Muni und ebenfalls die renovierte Diesellok Grizzly. Die Remisenmiete beträgt aktuell 4.500 Franken jährlich, was für den Verein auch machbar war. Nicht bezahlbar wäre dagegen die von der Stiftung angedrohte Vervierfachung der Miete auf 18.000 Franken jährlich, ohne dass sich die Infrastruktur der Remise auch nur um einen Deut verbessert hätte. Zudem wurde Eigenbedarf angemeldet und der bestehende Mietvertrag nicht mehr verlängert. Das heißt, die Dampflok-Freunde sind verzweifelt auf der Suche nach einer neuen Unterkunft für Muni und Grizzly, denn die dürfen unter keinen Umständen draußen stehen. Schon vor bald 32 Jahren gründeten Jürg und Susanne Stähli die Bildhauerwerkstatt in Stein am Rhein. Seit 1980 wurden in seiner Werkstatt zahlreiche Kunstwerke gefertigt. Auch außerhalb der Werkstatt ist Herr Stähli viel unterwegs und führt unter viel mehr Restaurierungen an Fassaden aus. Verschönert mit ausgesuchten und bearbeiteten Steinen, Grünanlagen oder gestaltet gefühlvolle Grabsteine. All seine Arbeiten führt er mit großer Sorgfalt, Freude und Leidenschaft aus. Wir durften ihn in seiner Werkstatt besuchen und erhielten mit einem Interview einen kleinen Einblick in den Beruf als Steinbildhauer. Grüezi Herr Stähli, wir dürfen Sie Ihre Bildhauerwerkstatt besuchen. Seit wann haben Sie Ihre eigene Werkstatt? Grüezi miteinander. Ich habe im Jahr 1980 in Steinmarie Werkstatt gegründet, der Bildhauerwerkstatt. Wie sind Sie zu Ihrem Beruf als Bildhauer gekommen? Kann man da eine Lehre machen oder ist das eine Berufung? Da kann man sagen, das ist beides. Man kann eine Lehre machen und das gibt es heute noch. Das ist eine 4-jährige Bildhauerlehre, eine normale Berufslehre. Und ist aber auch ein bisschen eine Berufung, also der Bildhauer. Bildhauerei hat nicht bloß nur mit Handwerk zu tun, sondern auch mit Gestalten. Und da ist gut, wenn man da ein bisschen Gestalter ist, gewisse Fähigkeiten hat. Was lieben Sie an Ihrem Beruf? Eigentlich gerade da, dass wir vieles gestalten können, also mit dem Kunden, mit der Kundschaft entstehen. Das ist das, was in unserem Beruf sehr interessant ist, was ich liebe. Was gestaltet Sie alles?
Also unsere Tätigkeit ist sehr, einen grossen Stellenwert hat der Grabstein. Aber dann gibt es auch Skulpturen oder im kunsthandwerklichen Bereich Aufträge in Steinen, die wir ausführen. Und dann, was heute eigentlich in unserer Werkstatt, in unserem Beruf das Wichtigste ist oder das Zeitaufwendigste ist, ist die Restaurierung. Also das Erhalten von bestehenden Bauteilen aus Natursteinen an Fassaden. Und da ist jetzt vielleicht ein Widerspruch mit Gestalt, oder dort ist dann mehr ein Erhalten und nicht ein Neugestalten. Haben Sie persönlich ein Lieblingswerk? Eigentlich nicht. Ich habe sehr verschiedene Arbeiten und bin immer sehr intensiv an einer Arbeit, sehr auch enthusiastisch. Und dann ist natürlich immer das Momentane das Lieblingswerk. Mit was für Materialien arbeiten Sie und wo finden Sie diese Materialien? Also ich bin Steinbildhauer. Wir arbeiten hauptsächlich mit Stein. Im kleinen Teil auch einmal mit Ton, Gips, Bronze, also mit dem lassen wir dann gießen. Oder auch schon mit Holz. Aber meine Haupttätigkeit ist Naturstein. Und das ist sehr verschieden. Also da ist im Handel. Beziehe ich die Steine hauptsächlich, aber auch ganz direkt in den Steinbrüchen. Ich kenne verschiedene Steinbrüche, die ich dann direkt beziehen kann, teilweise auch auslesen und so auf die verschiedenen Arten den Stein beziehen. Sie bieten auch Kurse an Ihrer Werkstatt. Wann sind die nächsten und wie muss man sich so einen Kurs vorstellen? Der nächste Kurs ist im Februar. Das ist jetzt im Rahmen der Volkshochschule, die haben da ausgeschrieben. Und da hat man schon mehrfach so gemacht. Und das sind ein zweiwöchiger Kurs, das heisst, das sind 4 Übungen und 2 Samstag. Wohin können sich die Interessierten hinwenden? Also da ist eben die Volkshochschule. Da ist jetzt der Kurs, hat die Volkshochschule ausgeschrieben, der Etzig, der im Februar ist. Und der ist jetzt schon ausgebucht. Aber dann kann man sich, wenn man will, Kurs machen, wenn man interessiert ist, kann man sich direkt an mich wenden. Und wir tun dann je nach Nachfrage, tun wir dann das anbieten. Das ist vor allem im Winter. Im Winter ist eine gute Möglichkeit, um so Bildhauerkurs zu geben. Wie kann man Sie erreichen? Also mich kann man immer telefonisch erreichen, 052 741 33 62. Besten Dank fürs Interview und alles Gute. Ich danke Ihnen. Im Anschluss an das Gespräch durfte unser Kamerateam noch hinter der Kulisse einen Augenschein nehmen auf ein neues und faszinierendes Projekt von Herrn Stähli. Wir werden diese interessante Arbeit weiterverfolgen und freuen uns über das Ergebnis Ende Februar oder März auf Telestein zu berichten. Aus dem Stadtrat von Stein am Rhein geht es um die Abstimmung der Sporthalle Hoga. Nachdem immer wieder kritische Stimmen zum Baukredit der Sporthalle Hoga in Stein am Rhein laut wurden, hat der Stadtrat von Stein am Rhein nochmals Stellung bezogen. Der Steiner Stadtrat nahm die offenen Fragen auf, um damit die Genehmigung des Baukredits und die Realisierung der Sporthalle in allen Belangen transparent darzustellen. Die Planung der Sporthalle Hoga sei breit abgestützt und die rechtlichen und politischen Vorgaben wurden eingehalten. Insbesondere weist sie darauf hin, dass sämtliche Kreditbewilligungen öffentlich erfolgten und jeweils publiziert wurden. Der Hallenbau erfolge zweckmäßig und sei auf die Bedürfnisse von Schule und Vereinen ausgerichtet. Bei der Auswahl des Projekts wurde insbesondere auf die Ortsverträglichkeit und die Einpassung in die Umgebung geachtet. Mit aller Deutlichkeit hält der Stadtrat zudem fest, dass während der Planungsphase genau hingeschaut, genau geprüft und sparsam gerechnet wurde. Der Stadtrat habe mehrfache Gespräche mit Interessierten, mit Fragestellenden, mit Kritikern des Projektes geführt und Lösungen gesucht und auch gefunden.
Die als Probleme bezeichneten Diskussionsfelder wurden während der Planungsphase bedacht, angemessen berücksichtigt und sind nach Meinung der Beteiligten gelöst. Der Stadtrat sei überzeugt, dass das vorliegende Projekt in allen Belangen adäquat geplant wurde und den Steinern Schülerinnen und Schüler sowie den Vereinen für lange Zeit dienen und zur Verfügung stehen werde. Das Kreditbegehren kommt am Sonntag, den 22. Januar 2012 in der Stadt Stein am Rhein zur Volksabstimmung. Am Donnerstagabend, den 5. Januar, hat eine unbekannte Täterschaft in Ramsen ein Auto aufgebrochen. Die Schaffhauser Polizei sucht mögliche Zeugen dieses Vorfalls. In der Zeitspanne zwischen ca. 19 Uhr und 20.30 Uhr am Donnerstagabend schlug eine unbekannte Täterschaft das Beifahrerfenster eines Autos ein, das an der Steigblickstraße in Ramsen parkiert war. In der Folge entwendeten die Täterschaft aus dem Auto einen Rucksack, der auf der Rückbank deponiert war. Dieser enthielt Bargeld und Turnkleidung im Wert von mehreren hundert Franken. Die Schaffhauser Polizei bittet Personen, die sachdienliche Hinweise zu diesem Vorfall machen können, sich unter der Telefonnummer 052 624 24 24 zu melden. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das sind die Regio-News von dieser Woche. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und es würde mich freuen, wenn wir Sie nächste Woche wieder informieren dürfen. Und jetzt viel Spass mit unserem weiteren Programm. Adieu miteinander.